Das nächste Spiel steht an und das vor einer riesen Kulisse, über 20.000 Zuschauer, dann noch ein Derby gegen den 1. FC Köln. Wie sehr freut man sich auf dieses Spiel? Ja, man freut sich natürlich sehr auf dieses Spiel. Ich hätte mir gewünscht, dass wir sportlich in die Situation kommen, dass wir so viele Spieler an den Tivoli locken können. Am Anfang haben wir das auch, denke ich mir, gut gemacht, sind gut in die Saison gekommen. Nach und nach haben wir leider zu viele Punkte liegen lassen. Nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr vernünftige Aktion, dass man sich zu Wort meldet in der Form, dass man auch einen Zusammenhalt hat und darauf aufmerksam macht, wie gefährlich Tionge im Ernstfall sein kann. Und deswegen wir als Mannschaft und die sportlich Verantwortlichen haben das direkt auch von Anfang an unterstützen wollen. Das haben wir gemacht. Für mich ist natürlich wichtig, dass wir vor so vielen Zuschauern auch ein gutes Ergebnis landen für uns und vor allem auch den einen oder anderen vielleicht noch überzeugen können, in Zukunft auch an den Tivoli wieder zurückzukehren. Ist das auch für dich so ein Rekord, über 20.000 Zuschauer, oder hast du das schon gehabt in deiner Trainerlaufbahn? Ja, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, das stimmt schon. Sind die Jungs denn besonders heiß drauf, merkt man das schon, oder auch ein bisschen nervös in der Kabine, spricht man darüber? Ja, was heißt nervös? Wir haben jetzt jedes Mal, wenn es in die Hose gegangen ist, nervös, zu ängstlich, zu verhalten, haben wir das angesprochen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal vor so einem Publikum hinkommen und einfach Vollgas geben und nicht dann irgendwelche Alibis oder irgendwelche Ausreden. Publikum, mein Gott, dafür spielt man Fußball, und wer damit nicht klarkommt, der sollte sich halt auch einen anderen Beruf wählen. Jetzt geht es wieder gegen eine U23, wieder gegen eine zweite Mannschaft, das Ganze zum vierten Mal. Hättest du dir lieber eine andere Mannschaft gewünscht? Was für ein Zufall, was der Verband da alles hinbekommen hat, ne? Das ist ja Wahnsinn. Nein, aber es ist so, wie es ist. Wir haben ja gesagt von Anfang an, es ist nicht einfach, gegen diese Mannschaften zu spielen. Vor allem nicht nur jetzt in dieser Saison, so wie ich das auch zurückverfolgt habe, hat man immer wieder Probleme gehabt. Aber wir müssen hinkommen, dass wir wenigstens einen Sieg jetzt gegen, oder zumindest mindestens mal ein Unentschieden vor heimischem Publikum gegen eine U23-Mannschaft landen. Aber entscheidend ist auch die Art und Weise, wie wir auftreten. Ich sage ja, gegen Dortmunder U23 war es sehr ansehnlich, auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat. Aber mit den anderen beiden Ergebnissen und mit dem Auftreten kann man nicht zufrieden sein. Dann darf man auch nichts schönreden. Da müssen wir auf jeden Fall wieder ein paar Schippen drauflegen und ein anderes Gesicht zeigen und endlich wieder mal auch befreiter aufspielen und vor allem von der Präsenz her noch mehr da sein. Jetzt kommt der 1. FC Köln. Was ist das für eine Mannschaft? Wie schätzt du die ein? Eine Mannschaft, die sehr konterstark ist, die ihre Stärken vor allem im Umschaltspiel hat, die natürlich mit sehr gut ausgebildeten Spielern ausgestattet ist. Und die spielen ein sehr interessantes System, muss man sagen, nach unseren Analysen und Beobachtungen. Das gilt es zu stoppen, zum einen. Zum anderen natürlich auch, trotz alledem vor heimischem Publikum mehr auf uns zu schauen und nach vorne zu spielen und endlich, wie gesagt, auch ein paar Türchen mehr zu schließen als der Gegner. Personell alle an Bord für das Wochenende? Philipp Goerde ist krank. Da muss man schauen, ob es jetzt für das Spiel reichen wird. Christos Draganidis ist gestern zum ersten Mal wieder im Mannschaftstraining gewesen. Ansonsten Lance hat das okay, jetzt individuell trainieren zu dürfen. Da können wir nichts riskieren. Sonst der Rest, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, ist soweit an Bord. Nejo ist wieder soweit, dass er auch ein Teil des Kaders sein kann. Nach Schalke wirst du irgendwas umstellen in der Mannschaft? Ja, wird einige Veränderungen geben, richtig. Aber darauf eingehen möchtest du noch nicht konkret, was da... Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, Goerde definitiv, ne? Ja, Goerde muss man halt schauen, der nimmt halt Antibiotika und bei ihm sieht es nicht gut aus, dass er halt spielen kann. Da müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall eine Veränderung vornehmen. Aber unabhängig davon wäre es jetzt so, dass auch Daniel sich die Chance jetzt auch verdient hat und auch von Anfang an hätte auch spielen sollen. Egal mit Goerde, ohne Goerde, das hätten wir dann auch gesehen. Aber Fakt ist, dass wir an vorderster Spitze jeweils das auch anders sowieso verpacken wollen. Ist es denn in der Kabine ein Thema, dass das auch so ein bisschen Schaulaufen ist? Weil da kommen 20.000, man kann ja wirklich mit einem guten Spiel vielleicht, ich sag jetzt mal optimistisch, 3.000, vielleicht 2.000 mehr locken.
Das habe ich auch angesprochen, 100%. Da bin ich gleicher Meinung. Wenn man vernünftiges Auftreten hat, dass man den einen oder anderen sportlich überzeugt, egal was in der Vergangenheit war, was drumherum läuft und warum, weshalb man dann beleidigt war oder enttäuscht war. Wir können einen großen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen einfach aufgrund der Mannschaft, sage ich mal, des Auftretens der Mannschaft auch wieder den Spaß finden, an den Tivoli zu kommen, eine gute Stimmung auch selber erzeugen durch unser Auftreten, und das sollte unser Anspruch sein, und ich hoffe, dass wir das als Mannschaft auch beherzigen und das auch verfolgen. Der Frank hat eben schon die vierte, zweite Mannschaft angesprochen. Jetzt ist ja auch noch ein Länderspielwochenende. Mit was kann man denn jetzt rechnen, was der FC jetzt von oben nach unten abstellt? Ja, die haben ja auch einige U-Nationalspieler, das heißt, die sind ja auch unterwegs. Ich gehe nicht davon aus, dass da groß noch was runterkommt und man da große Veränderungen sehen wird. Ich denke, Hartl wird auf jeden Fall dabei sein, Klünter wird dabei sein, sonst der Rest, das sind halt die üblichen Verdächtigen. Müller wird im Tor stehen, so wie es aussieht. Aber die haben halt auch ihre Qualitäten. Wenn ich sehe, Prokop, der dann schon auch 9 Tore gemacht hat, mit Laux noch einen erfahrenen Spieler haben, dann Klaus, der im Zentrum da auch eine gute, eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielt. Das heißt, die haben eine gute Mischung, eine gesunde Mischung geschafft, trotz des normalen Abstieg, sage ich mal, dennoch eine vernünftige Mannschaft auf die Beine gestellt mit talentierten Jungs, eine gute Mischung mit den Älteren, die auch Qualität haben, die auch schon höherklassig natürlich gespielt haben. Das heißt, für uns gilt es aber, wie gesagt, jetzt vor allem bei diesem Spiel endlich noch mehr aus uns rauszugehen und unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen und vor allem auch uns mit mehr Toren zu belohnen.